So Leute, ich bin jetzt schon unterwegs Richtung Bussteig, denn heute fahren wir zum Magdeburger Spiel. Ihr wisst ja, Julian hatte leider seine Operation, seine OP, und seine Gallensteine sind endlich entfernt, da der davor öfter Schmerzen gehabt und müsste sich auch übergeben. Aber dafür hat er mir heute seine Jacke und sein T-Shirt ausgeliehen, das sieht er jetzt nicht, und natürlich auch wie ein Schal, das habe ich ja immer. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Bus. So, Leute, beim Bahnhof angekommen. 9.42 Uhr kommt der Zug nach Magdeburg und dann gucken wir. Ich hoffe, der Hauptbahnhof ist nicht gesperrt. Das wäre jetzt ein Riesenproblem. Ne, eigentlich jetzt nicht unbedingt, weil ich kann ja auch in Magdeburg-Buckau steigen, aber gut, gucken wir. So, Leute, beim Hauptbahnhof angekommen. Der Hauptbahnhof ist tatsächlich noch offen. In Magdeburg dann angekommen und ja. Jetzt geht's gleich weiter, 10.03 Uhr mit der 15 nach Arenen. Freue mich schon. So Leute, ich glaube, ihr habt schon eine Sehnrate. In der Straßenbahn ging es komplett ab, Digga. Einfach Mucke von Magdeburg. Ja, jetzt sind wir bei der MDCC Arena schon angekommen. Können wir eine kleine Bulette jetzt und dann nachher geht's rein. Gerade ist erstmal irgendwas mit 10 Uhr, Junge. Oder jetzt schon 11 Uhr. Ich weiß gar nicht, hab gar nicht geguckt. Und ja, freue mich schon auf das Spiel. Und wir hoffen, dass wir heute mal gewinnen. Also ich habe schon jemanden zugehört, der das hat, der hofft, dass es drei Punkte geben wird für Magdeburg. Wäre auch geil. Definitiv. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich drinne bin. So Leute, Gott was gönnen und dann geht nachher rein. Ja. Und da kommen die Magdeburger Torwart. Let's go! Ja, auf jeden Fall ist jetzt schon 12.09 Uhr. Ja. Ja, und da bereiten auch sich die Torwarts vor. Und ja. Und in 15 Minuten fängt es an. Let's go. Freue mich schon. So, und da kommen die KSC-Torwarts rein. Werden schon schön ausgeübt von den Magdeburger Fans. Und ja, dann wollen wir doch mal. Jetzt geht's richtig los. Let's go! Und da kommt die KSC-Spieler rein. Ja. Unsere 23 in der Oberliga Süd aus der Union und gewonnen bei Union und zwar mit 2:0. Die nächsten Spiele in der U17 sind dann bei Victor. So Leute, jetzt gehen alle rein. Jetzt bald fängt es an. Ich freue mich jetzt schon über 15 Minuten noch und dann fängt es an. Und ja, here we go. Hoffen wir auf Tore des Jahres wieder mal. Spaß. FC Magdeburg. Der läuft auf mit folgender
Mannschaftsaufstellung im Tor mit der Rücken Nummer 1, Dominik Heimann. Mit der 2 beim 1. FC Magdeburg, Cristiano Bikini. Die Nummer 6 beim FC Daniel Elkani. Mit der Rücken Nummer 7, Herbert Ongo. Die Rücken Nummer 8 trägt Ahmed Hassan. Mit der Nummer 10 beim FCN Jason Schäfer. Mit der 15 Daniel Schäfer. Die Nummer 19 Leon Schäfer. Mit der Rücken Nummer 25 Silas Schäfer. Mit der 26 Luca Schuhe. Und unser Mannschaftskapitän trägt die Rücken Nummer 29 Amara. Auf unserer starken Ersatzbank nehmen Platz mit der Nummer 30 Noah, mit der 3 Andi, die 4 Eldin, mit der 5 Jamie, die Nummer 9 Luc, die 13 Connor, Alexander Nonneberger, entschuldigt, trinkt die Nummer 17, die 20 Xavier und mit der 37 Nico. Und trainiert wird unser erster FC in Magdeburg von Christian. Und dann brauchen wir jetzt die Glocken vom Magdeburger Dom. Und danke nochmal an Ihre Fanclub und das Gesicht, das werden wir natürlich hier auch online irgendwo hören. Danke für die tolle Choreo. Und da kommen Sie rein. Und hier ist unser das kommt. Nehmt den Ball. Was soll denn das, Alter? Okay. Komm.
Schwanz. Heute ab, Digga. Ich sehe es jetzt schon, Alter. Junge. Riecht ja eine halbe Schlägerei aus, Alter. Letzter Mann!
Digga. Jede fünfte Sekunde ist hier irgendwas los. Alter. So, das war der Halbzeit. Und dann war da auch irgendwas los, jedes Mal, manchmal, diese Pässe, die dann bei den anderen nicht angekommen sind, also Digga, nee. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit wird es besser, Digga. Und ich hoffe, in der Kabine wird es nochmal erklärt, so was soll hier. Weil so kann es nicht weitergehen, Digga. Die letzten drei Spiele waren auch schon schlecht. Paderborn haben sie noch ein bisschen rettet, aber Nürnberg 1-0 verloren. Schalke 4-3 verloren, Digga. Also bitte, kommt Magdeburg. Junge. Mit der 13 Connor. Und mit der 37 Tatsuya. Ja, neue Spielerinnen ist reingekommen in jedem Team und ja. Haben wir diesmal auf Glück für Magdeburg. Kommt Magdeburg, ihr schafft das. Magdeburg. Und los geht es. Thank you.
Mal wäre fast reingegangen. Also das war ein guter Schuss. Aber ja, noch immer Dings, noch immer kein zweites Tor. Ey, kommt, Max Poppel, kommt. Ihr schafft das. Und die nächste Ecke und... Weiter Schuss, das wird nix. Digga, das war jetzt mal gut. Oh, Magdeburg, komm, komm. Oh mein Gott, Digga, Alter. War eine gute Chance. Weitermachen. Gut, okay, super. Ein Tor für Magdeburg. Oh. Okay, jetzt nochmal ein Tor für Magdeburg. Thank you.
weitergeht. Da findet für die Mitglieder der Fahrtwoche auf. Sega, Alter, komm! Der freie auf deinem Schlaf. Oh mein Gott! Sega! Leiter 1:1 unentschieden wieder. Ist scheiße, Digga. Ja, aber die erste Halbzeit war auch echt dreckig, Digga. In der zweiten Halbzeit haben sie sich noch mehr anstrengend. Ein Glück, ein Tor dazu, also unentschieden, Digga. 1:1. Ja, aber, Digga, 2:1 hätten sie noch geschossen, Digga. Die haben halt ganz direkt da vorne hin und her, hin und her, hin und her. Aber manchmal haben sie auch echt die Chance ausgenutzt. Aber leider war der Tor natürlich so gut. So gut bei KSC und hat es natürlich gehalten. Aber gut, war ein gutes Spiel. Unentschieden geht noch immer klar und ja. Und bevor das Video beendet, will noch kurz was sagen. Gegen Braunschweig am 12.10. das Testspiel werden wir natürlich nicht dabei sein. Da ist Schule. Wir haben erst am 16. Ferien, deshalb, es wird noch nichts. Aber gut. Ja, ist jetzt einfach meine Meinung, es war trotzdem ein gutes Spiel, egal ob es am Anfang so beschissen war. Also, wir haben echt schlecht angefangen, also das war echt dreckig. Aber gut, ein Glück in der zweiten Halbzeit noch, ein Tor geschossen, unentschieden, reicht erstmal. Also, es muss wieder besser werden, Digga. Es kann nicht so bleiben, es kann nicht so sein wie letztes Jahr. Letztes Jahr war auch öfter schlecht, aber dolle. Ja. Ich weiß noch, mein erstes Spiel gegen Braunschweig, da haben wir 2:0 verloren, Digga. Oh. Und da war einmal das Tor frei, Digga. Und dieser eine Spieler hat den Tor ausgelegt und was macht er? Er fällt erstmal auf die Schnauze. Digga, das war so dreckig. Jetzt egal. Ja, damit beende ich jetzt das Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.